Das hoffe ich auch. So, wollen wir mal gucken, was und wie wir da jetzt vonstatten gehen. Was machen wir denn als nächstes? Was haben wir denn hier? Offene Rechnung. Ich konnte Tucker aus der Monsterbucht befreien, aber andere werden noch festgehalten. Ich werde nicht ruhen. Viermal Leder. Ich würde sagen, wir machen hier einfach weiter. Ohne großartig jetzt hier auf Story-Fortschritt zu achten. Wie groß das Spiel ist, weiß ich nicht. Das könnt ihr aktuell wahrscheinlich gerade selbst ein bisschen nachverfolgen. Weil ich bin ja jetzt gerade mit dem Gameplay so ein bisschen beschäftigt. Ich muss halt nur mal gucken, was der Unterschied zwischen der PS4 und der PS5-Version ist. Wenn nämlich nur ein bisschen grafisch... Wenn es nur grafisch ein bisschen besser ist, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt mir die PS5-Version nochmal für 30 Euro zu holen. Ja, ich kann es mir ja digital holen. Ich kann mir ja hier... Da ich das Spiel ja habe, kann ich ja hier Upgrade für die PS5 nochmal für 30 Euro holen. Ist halt nur die Frage, ob ich das will. Okay. Ich meine jetzt nicht von der... Ich meine jetzt eher von der Version. Nicht von der Konsole, Justin. Weil bei den Spielen ist das jetzt, glaube ich, mit dem Ausverkauf ja nicht ganz so extrem. Fuchsbau? Wo? Fuchs! Fuchs! Yay! Fuchsi! Renn nicht so schnell! Wart auf mich! Du kommst auf den Teller! Jetzt um Feuerfall dem Vieh voll ins Kreuz. Nein. Nein. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Yo, ich hätte nicht gedacht, dass Füchse so... Also das hätte ich verstanden. Yo! Yo. Yo. Wo ist der Fuchs? Ich will den Hundi streicheln. Run, Kurama, run. Wo ist der hin? Na, ist egal. Nee, Füchse sind, glaube ich, heilige Wesen. Oder besondere Wesen, ich habe keine Ahnung. Mit tödlicher Präzision finden drei Klingen ihr Ziel. Da hat jemand drei Schwerter geworfen. Muss doch irgendwo noch... Die Füchse bleiben doch sonst immer in der Nähe. Normalerweise kannst du die immer so ein bisschen streicheln. Gute Nacht, Tinolein. Mach's gut. Tschüss. Schön, dass du da warst. Grüß den Ju von mir. Ist noch irgendwas, ich weiß nur nicht was. War ich da schon? Ach ja, das ist der. Ich muss aber auf jeden Fall noch mal in die Bucht zurück. Ich könnte eigentlich meinen Bogen verbessern, weil ich noch genug... Weil ich jetzt genug Vorräte gesammelt habe. Ne, den Füchsen müssen wir ja folgen. Ich habe dem ja nicht abgeschossen. Hm.
Warum sollte er seine Cousins holen? Die will ich auf jeden Fall noch befahren. Also wie gesagt, Ghost of Tsushima, wenn wir das durchziehen, wird ein Riesenprojekt. Einfach aus dem Aspekt her, weil ich es auch so spielen werde. Ich habe aber auch Bock auf das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, das sind die Sake-Leute. Okay, verstehe. Weil er es kann. Das ist gemein. Was haben wir hier? Verworrene Kreuzung abgeschlossen. Oh, ich hätte mich auch hin... Hätte auch hinrennen können. Wie komme ich jetzt da runter? Das war ein Diss. Kommt Pokémon eigentlich im November? Ich hoff's. Ich hoff's. Im Oktober kommt Bayonetta 3, ne? Bayonetta werde ich mir auf jeden Fall holen. Das steht schon fest. Ob ich jetzt eigentlich mal ein bisschen Geld spare und dann im November, wenn die ganzen Spiele rauskommen, nochmal einen Kaufrausch mache? Wäre natürlich, kann sein. Soll im Herbst 22 kommen. Ja, Herbst fängt zum Oktober an. Ich habe halt keine Pfeile mehr. Wieso greifst du mich an? Ich mach doch nichts. Hier stirbst du. Ich verstehe nicht, warum die mich angreifen. Ich verstehe echt nicht, warum die mich angreifen. Ich habe doch nur ein paar Mongolen platt gemacht. Ich meine, komm schon. Sollte schon mal ein bisschen dem Wind folgen. Kommt November, kann man auf Amazon sogar vorbestellen. Also Pokémon habe ich auch schon gemacht. Ja, okay. Ich bin aber nur nicht ganz sicher, ob ich es mir... Ich glaube, bei Pokémon Pearl habe ich sogar Glück gehabt, weil es gerade in irgendwelchen Sonderwochen beim Mediamarkt gewesen ist. Und da habe ich, glaube ich, weniger für bezahlt. Das kann doch nicht nur eine verworrene Kreuzung sein, das ist ein komplettes Mongolengebiet. Ach, das habe ich schon, ne? Okay. Naja, auf Amazon kriegst du es günstiger, wenn du es vorbestellst. Ja, aber ich glaube, bei mir war das so. Wir hatten gerade beim Mediamarkt nur Dingsbumswochen und da habe ich es, glaube ich, für 49 oder für 47 Euro bekommen. Anstelle für 60 oder 50. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr, okay. Ich weiß es echt nicht mehr. Ist mir an sich ja auch egal, wo ich es günstiger kriege oder nicht, die paar Euro. Machen bei mir jetzt den Bock auch nicht fett.
Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass man sich Pfeile selbst schnitzen kann. Ich meine, ich kann es verstehen, der Bogen ist relativ mächtig, wenn man sagt, okay, ich mache da mal... Also designtechnisch kann ich es verstehen, wenn man da mal ein bisschen Dämpfer reinmachen möchte. Auf der anderen Seite, ich meine, komm schon. Was ist ein Samurai-Spiel? Du willst ja wohl ein paar Pfeile schnitzen können. Richtig, bei Amazon bekommst du statt für 60, 45. Ja, ich hab's bei Mediamarkt geholt. Wie gesagt, die hatten es da für. Ich weiß es nicht, 49, 39. Ich bin mir echt nicht mehr ganz so sicher. Ist mir an sich ja auch egal. Ich meine, den Zehner. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Kann man auch machen. Aber ich hau mal für heute auch ab. Bis dann, viel Spaß. Ja, mach's gut, Saku. Mein Herr, wir gehen zur Asamo-Bucht. Helft uns im Kampf. Eure Leute haben mich angegriffen. Mit einem Kampf werdet ihr alle dort drin gefährdet. Die Mongolen hungern unsere Ältesten aus und schlagen sie als Strafe für einen entflohenen Gefangenen. Eure Ältesten hatten nichts damit zu tun. Wo werden sie festgehalten? Eine ist beim Schrein, die anderen beiden wahrscheinlich in den Häusern. Wie wolltet ihr da reinkommen? Die Tore sind fest verriegelt. Beim Haupttor ist eine Öffnung im Zaun. Dort haben wir uns als Kinder rausgeschlichen. So kann ich hineinschleichen. Bleibe ungesehen, bis ich alle Tore geöffnet habe. Ich hätte bleiben sollen. Danke, mein Herr. Mach ich. Offene Rechnung, ja. Die mach ich platt. Gut, die habe ich ja schon platt gemacht hier. Da sollte ja durchaus Ruhe herrschen. Ich habe halt keine Pfeile, ne? Hör mal, wenn ich den... eigentlich nur noch warten, bis der andere herkommt, weil so viele gibt es hier nicht mehr. Ich glaube, ich habe da schon eine Zeit lang ordentlich Radau gemacht. Der geht jetzt zurück. Den könnte ich kriegen, weil der relativ alleine hier rumeiert. Gib keinen anderen Weg. Ja, nicht wenn du die Leute hier beplündern willst. Steht noch einer, da ist noch ein Anführer. Die Frage ist nur. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich warne dich. Kein Fisch, kein Essen. Wir nichts essen, du nichts essen. Wir müssen essen. Los, fang Fisch. Ich meine, recht hat er ja an sich. Wir müssen essen. Du kein Fisch, ich kein Fisch. Wir nichts essen, du nichts essen. Klingt fair, aber dann fangt doch euren Fisch selbst, ihr Penner. Zwei Kunais gefunden. Gibt's
hier noch irgendwas? Nee, ne? Ja, die Details war ein bisschen. Fuck! Ja, das war dumm. Befreie die Dorfbewohner aus dem Tee, töte die Mongo, befreie den Dorf, öffne die Dorf. Darf nicht gesehen werden. Ich muss erstmal die Tore öffnen, glaube ich. Hier gibt's sonst nichts, ne? Vielleicht kann ich da. Ich habe halt keine Pfeile, ne? Das ist sehr ärgerlich. Da ist noch eine Geisel, die muss ich irgendwie befreien. Frage ist nur, wie komme ich da hin? Zeig, wie man japanischen Stahl macht. Oder verlier Kopf an mongolisches Schwert. Hui! Harvo! Gehen wir nach. Wie? Gegner sind in der Nähe. Woher kommt dieser Fotzenknödel? Dödel, woher? Woher? Da war niemand mehr. Wie ist er da hochgekommen? Warum? Ich verstehe es nicht. Da kriegst du doch Plack am Sack. Kann ich dich auch irgendwie anlocken oder so? Das wäre vielleicht mal gar keine schlechte Handlung. So, da müsste jetzt einiges an Ruhe sein. Mal sehen. Ah!
aus. Bin dabei. Bald seid ihr frei. Bin dabei. Ihr seid jetzt sicher. Ich war sicher, sie würden mich umbringen. Sie haben bereits einen Schmied getötet. Nein, er ist entkommen. Werdet ihr auch. Aber bleibt fürs Erste hier. Yeah. Das kriegen wir hin. So. Ich habe wieder aber Pfeile. Das gefällt mir. Fünf Tage bestell kein Spiel mehr beim Mediamarkt vor. Fünf Tage später haben die erste Spiel. Die sind alarmiert. Aber die wissen nicht, dass ich hier bin. Ich brauche mehr Pfeile. Das war, glaube ich, eine... Sakura kam die Spiele bei Amazon am Release-Tag. Die ist weg. Die Sakura ist fort. Machst du auf dem Dach? Ich muss noch ein paar... Tore öffnen. Och, komm schon! Das kannst du vergessen, das schaffe ich auch nie. Oh, leck mich doch. Ist doch kacke. Hallo. Der Satsu klingt gerade ganz schön. Chiharu! Huge, ich war. So, das ist eigentlich ich kann schon mal gut gar nicht schlecht. Trotz wird bestraft. So, mache ich schon mal auf. Ich würde sagen, die Gefangenen hole ich schon mal hier raus. Was safe ist, ist safe. Bitte, ich hab Familie. Ja, ist doch gut, ich bin doch dabei. Ich bin sicher, dass eure Peiniger tot sind. Danke, mein Herr. Wir arbeiten uns hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Lasst mich in Ruhe. Ja, man kann es übertreiben. Hab Dank, mein Herr. Alles wird wieder gut.
So. Das lief besser als erwartet. Seid ihr das Oberhaupt? Ja. Die Mongolen drohten, meine Leute zu töten, wenn ich ihre Herrschaft nicht anerkenne. Ich wollte gerade nachgeben. Das war sehr stark von euch. Bleibt versteckt, bis die Luft rein ist. Die Mongolen halten Konomi, unsere Heilerin, nahe dem Schrein fest. Sie wird sich niemals unterwerfen. Ich fürchte um ihr Leben. Ist aber eine Heilerin, also... So, offene Rechnung. Ist halt die Frage, wo muss ich noch jemanden befreien? Macht neues Fischernetz. Ich holke, Pendant und Klager. Du fängst Fisch. Wir gut zu dir. Sarah Berry. Pizza kommt an dir. Yo. Ja, ist ja gut, ich weiß. So. Und Gott sei Namen! So, Ruhe im Karton. Next one. Komm her, du Lümmel, euch auf zwei Beinen. Ich zieh ich mir über einen Sportpisser. Ja, das ist schön interessant. Ach ja, ist doch gut, ich weiß. Ich bin hier mitten im Kampf. Ich bleib bei der Wasserhaltung. Klingt doof, aber ich komme damit einfach nicht klar. Ich habe mich jetzt an diese gewöhnt. So, was ist denn hier noch los? Hier dürfte es doch gar nicht mehr so viel geben. Ich habe noch zwei Feuerpfeile. Da hatte ich mal wieder mehr Glück als Verstand. Super. So. Frei die Dorfbewohner aus dem Käfig. Ein noch und ein Anführer. Dorfältesten. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Das wird den Mongolen einen bösen Schlag versetzen, wenn wir die Festung hier einnehmen. Ja. Das Öffnen kann ich mir jetzt auch ein bisschen sparen, sozusagen.
Ah, kann ich nicht lang, ne? Warte mal, ich will mal gucken, ob ich da anders lang kann. Dass er sich da nicht verarscht vorkommt, wenn da ständig irgendeiner links und rechts, entlang läuft. Pfeil! 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 Egal, es sind zwei Pfeile. Hat irgendeiner bitte G gerufen? Weiß nicht, was da drin ist, aber das mache ich trotzdem mal auf. Ich meine, was offen ist, ist offen. Na ja, Vorräte. Immerhin. Ich finde es schade, dass ich so wenig mit Pfeilen beglückt werde. Aber es läuft ganz cool. Wir haben zwar einige Rückschläge hinnehmen müssen, aber so im Großen und Ganzen bin ich relativ... Oh, Stahl. Ganz glücklich über den Verlauf. Hatte ich die nicht schon? Sag mal, ist der neu gespawnt? Ja gut, es kommt immer drauf an, Justin, ne? Also je nachdem, wie stark der Regen ist, nicht jeder Regen muss ja zwingend Feuer löschen. Und wenn es ein Ölfeuer ist oder eine Fackel, macht das schon Sinn. Das große Feuer zum Beispiel, dieser kleine Regen wird dieses große Feuer nicht zwingend löschen. Da sind wir ehrlich. Und dann geht's gut. Die lassen sich nicht unterkriegen. Ist nicht sicher. Lauft. Die lassen sich nicht unterkriegen. Tapfere Mädchen. Das muss man sagen. So, hier ist noch ein Dorfältester. Hui! Arvo! Mit Gießen noch so. Fuck! Warum sind denn so viele? Haben einfach eine Heilerin umgebracht. Was für ehrlose Bastarde sind das denn? Ich will nicht sagen, das ist ein Hurensohn, aber das ist ein elender Spross. Ein ungewollter Spross einer ehrlosen Dirne. Das auf jeden Fall. Da steht noch so ein Lappenlurch. Ja, man, den könnte ich doch eigentlich mit einem guten Pfeil. Genau. Der hier müsste eigentlich auch relativ. So. Das ist doch schon mal. Ich brauche Pfeile. Ich brauche dringend Pfeile. Ich brauche dringend Pfeile. Ich verstehe
Befreit mich bitte. Natürlich, Schwester. Oh nein, du lebst damit. Bald seid ihr frei. Seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Sie wollten, dass ich ihre Kranken heile. Und ihr weigertet euch. Bleibt hier. Ich kümmere mich um den Rest. Niemand ist wirklich frei, bis ihr neuer Kriegsherr tot ist. Er hat das Haus des Oberhaupts übernommen. Hier wird Kurama verehrt. Definitiv. So, jetzt. Wo ist der nächste Mongolenanführer? Danke. Kein Problem, Oma. Yeah! Mondkampfhaltung. So sieht's aus, Mutti Maus. So, Vorräte. Stuff. Das ist okay. So, wo ist der Anführer? Dieser Lappen. Wo ist die Sau? Renn mal nicht so schnell, sonst kriegst du wieder Seitenstechen. Das Arschloch werden wir schon noch finden. Sugi. Wo bist du, mein Schwertfutter? Ich leg dich auf dem Kutter und fütter dich mit purer Butter. Mit Mayo. Oben. Die Frage ist nur, wie will ich das machen? Ach so, ja. Es wird ein... Oh, shit. Samurai! Ja. Habt meine Leute gefoltert. Unterwerft euch den Mongolen und euer Volk wird nicht leiden. Halt, ihr seid Maul. Feige und verlogen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Ich bekomme nichts als deinen Kopf. Das haben schon andere gesagt. Ich krieg das auch nicht hin mit der Herausforderung. Ich will zwar nicht sagen, ich bin Dreckspatz, aber... Ah!
Jawohl! Ach, die Musik war okay. Ja, das ist möglich. Jetzt so langsam Hunger. Sagen wir, machen mit Ghost of Tsushima auch bald mal Feierabend. Naja, 3 Stunden ist okay. Ich will noch ein bisschen Zero Dawn runterhauen. Ja, so ein bisschen Green Hell Vibes hatte ich schon. Wenn das Pferd sauberer ist als ein Reiter. Etwas Fisch wäre schön. Noch ein Händler. Warte mal. Io. L und R. Nein, kann ich noch gar nicht. Schade, sieht aber gut aus. Brauche ich alles nicht wirklich, sage ich ganz ehrlich. Ah, hier. Yo. Verstehe, so langsam verstehe ich, was los ist. Ist okay. Super. Ja, ich sag ganz ehrlich, ich glaube, schickt für euch Justin. Bei aller Liebe. Würde sagen, reicht. Ja, ich will noch, Zero Dawn muss ich noch fertig runterladen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die... Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, um die zu spielen. Keine Ahnung. Naja, hier. YouTube, macht's gut. Tschüss.